Okay. Den üblichen Regeln der Dramaturgie gemäß besteht ein Film aus drei Akten. Nach etwa einem Viertel des Films ist der erste Plotpoint zu setzen, ein Wendepunkt, welcher der Handlung einen Auftrag gibt. Zuvor ist in der Exposition der grundlegende Konflikt zu verdeutlichen. Die statistische Lebenserwartung eines männlichen, 1972 geborenen Deutschen beträgt 76,5 Jahre. Der vorliegende Film dauert exakt 76,5 Minuten. Eine Filmminute entspricht also einem Lebensjahr. Ergo endet bei Filmminute 19 sein erstes Viertel. Es bietet sich daher an dieser Stelle an, die Motivation des Films offenzulegen. Ein Filmemacher, 38,1 Viertel Jahre alt, ledig, freischaffend, mit einem relativ durchschnittlichen Lebenswandel, erleidet plötzlich eine Schaffens- und Lebenskrise. Genau in der Mitte seiner statistisch erwarteten Lebenszeit scheint sein Leben gleichzeitig zu rasen und stillzustehen. Nichts geht mehr. Ärztliche Diagnose: Chronophobie. Leiden an der vergehenden Zeit. Zur Heilung muss ein Weg gefunden werden, das Vergehen der Zeit zu bremsen.